Naja, ist schon gut. Ist schon gut. So, von dir müsste ich ja jetzt eigentlich 3 Pilze bekommen. So. Einmal hier die ganzen Gumbas wegmachen. So, kommt mal hierher. Und zack. Weg mit euch. Muss ich die Tots hier nicht überall rumtreiben, ne? Das ist Wahnsinn. In den Leveln, in den Fragezeichenblöcken werden sie versteckt. So, du bist Level 5.1. Und du bist Level 1.6. 5.1, wie komme ich denn auf 5.1? 1.5. So, dann wird natürlich zuerst das hier gemacht. Ich glaube, die Tots brauchen das. Ich hätte gern wieder einen Propeller. Genau sowas. Würdest du bitte zu mir kommen? Dankeschön. Moment, da versteckt sich was. Aber nicht das, was ich bräuchte. Ha! So, Sternenmünze, Sternenmünze. Oh, das war schon Nummer 2. So geht es aber hier nicht. Wo ist hier die erste? Eventuell hier oben. Dann machen wir das ganz einfach. Wir gehen hier hin. Einmal hier hoch. Na. Ja. So, und dann machen wir es uns ganz einfach. Zack. Dann vielleicht hier. Ab nach oben. Ach ja. Zum Glück haben wir das Propellerchen. Da geht das Ganze ein bisschen einfacher, denn ohne da rumzuspringen, ich weiß ja nicht. So, ich werde die trotzdem mal vorsichtshalber hier betätigen. Man weiß ja nicht, zu was man die noch braucht. So, das Ding brauche ich im Moment nicht. Vorsichtig nicht in den Abgrund hier schweben. Das käme gar nicht gut. Und hier müsste irgendwo noch die dritte Sternenmünze sein. Die Frage ist nur, wo? Wow. Ach da. Habe sie entdeckt. Einmal hier rüber und normalerweise müsste doch da jetzt das Ziel kommen, oder? Yep. Also das muss man auch mal erst fertig bringen, ne? So nah an der Stange nach unten zu chargen. Ah ja. Ich verstehe schon. So, dann hätten wir den Weg. Wir müssen aber den anderen auch noch machen. Denn wir brauchen ja die Sternenmünze. Zack. Und wir haben schon 21 Leben und das in der ersten Welt. Nicht schlecht. So muss das. Feuerblume. Ja, nee, irgendwie nicht, ne? So, Münze Nummer 1. Und von euch verziehe ich mich gleich mal. Nee. Nicht spielen will mit euch. Geht's da rein? Sieht mir irgendwie nicht so aus. Nummer 2. Hier kurz warten. Verzieh dich. Dankeschön. Wow.
Boah, da dachte ich schon, ich rutsche auf dem Hintern in den Abgrund. So, hier drüber. Ganz schnell wieder raus hier. Keine Lust hier mit den Goombas zu spielen. Böse Goombas. Wow. Oh. Und da ist nur ein Leben drin, das weiß ich. Ich habe meine Sternenmünzen, das soll mir reichen. Brauche ich nicht mal meinen Propeller zünden. Nee, nee. So, dann würde ich sagen, es geht ab ins Schloss. Mal gucken, ob ich mich hier noch an die Münzen erinnere. Da, 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 da. Wo ist hier Boden? Dankeschön. So, da hätten wir, glaube ich, Nummer 1. Das war korrekt. Oh, nö! Der war richtig gut, ne? Vom Zahnrad zerquetscht. Und nein, ich nehme noch kein Item mit. Mm-mm. Das ist es nicht wert. Nicht fürs erste Schloss. Wobei, einfach wird's mit dem Pilz alleine auch nicht, ne? Also da hatte unser Propeller schon gewisse Vorzüge. So, jetzt bitte einmal hier in den Zwischenraum. Dankeschön. So, du bleibst liegen. Derweil gehe ich mal hier rüber. So. Wo ist Münze Nummer 2? Das dachte ich schon. Komm, mach mal auf hier. Mein Großer. Rems. Oh Gott. Oh, ihr seid doch wahnsinnig. Meins, mir fehlt die dritte Münze immer noch. Wo versteckt sich die? Wow, 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 wow. Münze Nummer 3. Bitte zum Empfangen. War die eventuell hier unten in dieser Röhre? Scheint mir fast so. Okay. Wir versuchen's. Rein da. Ah ja, guckt mal an. So, einmal hier den P-Switch drücken. Walljump. Und zurück. Boah, der war knapp. Der war richtig knapp. So, Item haben wir. Ab zum Boss. So, das heißt, wir bekommen jetzt wieder die schöne, spezielle Form des Guten. Also das heißt quasi hier mit ein bisschen schwierigeren Bedingungen. Ach, du schon wieder, alte Hexe. Oh, so schön bunt und farbig. In Farbe und bunt. So, komm her. Ja, Gott. Ich hätte es wissen müssen. Nein, hör auf. So, und weg mit dir.
mein Schlüssel. Also Mario hätte da leicht mit drauf springen können. Das sage ich jetzt einfach mal so. So, normalerweise bekommen wir jetzt noch eine Meldung, dass wir alle Sterne in Welt 1 genau gefunden haben. Das ist schon mal gut. So, auf in Welt Nummer 2. Sandy geht die Welt zugrunde. Na, mein Dickerchen? Speichern? Ja, bitte. Okay. So, du müsstest eigentlich Welt 2.1 sein. Das ist korrekt. Dann machen wir die doch mal. Na, komm her. Ich erinnere mich hier an eine Stelle, die mir gar nicht gefallen hat. So, und zum einen, was hier, also jetzt nicht stört oder so, aber diese Warterei hier, ne? Hohoho. So, Nummer 1. So. Oh, da geht's ja in den Abgrund, da geht's ja in den Abgrund. Genau. Goomba, du hast es richtig gemacht. Na, wo kommen die denn wieder alle her? Ha, erwischt. Denn hier gibt's eine Sternenmünze, an die kommt man relativ eklig ran. Und es kann sein, dass ich mir da, einen Propeller holen darf. Hier war das noch nicht, nein. Ah, die ist ja noch relativ einfach, sag ich mal. So. Und runter da. Warten. Aber die nächste, die ist so ein bisschen heikel. Wow, das war knapp. So, ich brauche mehr Sand. So, hier rüber. Oh. Und genau die Stelle meine ich. Ich brauche nämlich jetzt diesen Cooper. Nur den wieder zu kriegen, das wird schrecklich. Ja, genau deshalb. Wow. So. Warten. Hier rüber. Hier rüber. Okay, nicht bekommen. Denn wie soll ich sonst hier anders rüberkommen, ne? Also das heißt, ich darf hier gleich nochmal rein mit einem Propeller. Machen wir das Level erstmal fertig. Nehmen uns das Leben mit und holen uns gleich mal hier ein Propellerchen. Ich werde mir auch eins aus dem Inventar nehmen. Klar, ich könnte jetzt nochmal in die andere Welt gehen. Könnte mir ein Propellerchen holen, aber ich denke, wir machen es uns ein bisschen einfacher. So, mein Itemmenü. Zwei Stück. Es ist zwar immer hart, ne? Sowas aus dem Inventar hier zu holen, da wir später noch sehr, sehr oft brauchen. Aber da müssen wir halt dann wirklich durch die Level. So, und das Ding jetzt nur nicht verlieren, ne? Weil sonst ärgere ich mich grün und blau. Vielleicht gibt's da auch noch eine einfachere Lösung und die weiß ich nur nicht, ne? Wow. Nicht in den Goomba springen.
Oh, er schon wieder. Dich ignoriere ich mal gekonnt. Ja. Hier sollte ich vielleicht ein bisschen aufpassen. Ein ganz klein wenig. So, einmal hier rüber. Hier rüber. Oh, warten. Nein, das war... Oh Gott. Ich trau mich nicht. Oh. Der war knapp. Raus hier. Denn man kann ja nur einmal diesen Sprung benutzen. Oh Gott. Er artet hier schon wieder in Stress aus. So, dann werden wir uns hier noch das Häuschen zu Gemüte führen. Ich würde sagen, wir fangen wieder von links an. Ich weiß, das geht nicht immer. Mini-Pilz. Ihr seht schon, das geht nicht immer. Aber Mini-Pilz haben wir schon mal. Der fehlt noch in der Sammlung. Also, ein Propellerchen wäre auch wieder nice. Zwei Items. Ja, das Propellerchen haben wir auch schon wieder drin. Gibt's hier nur Mini-Pilze oder wie? Noch ein Propeller? Noch ein Propeller, sehr schön. So, und jetzt mit viel Glück, sag ich mal, hier. Wir haben alle Items. Alle. Aha. Jetzt fahren wir auf die Schnelle 7 Stück. Okay. So, ja Leute, dann würde ich sagen, ich werde hier auch die Aufnahme beenden. Ne? Ich hoffe natürlich, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Super Mario Bros. Wii.